Hallo und herzlich willkommen bei LS17. Die Qualität kann vielleicht ein bisschen schlechter sein. In die Kommentare schreiben, was euch stört. Ich nehme jetzt mal mit OBS auf, weil das Nvidia-Programm, das macht das alles immer dunkler. Dann ist alles so dunkel und kriegt das nicht hin. Ich weiß nicht, was das hat. Ich hoffe, dass das so vom Ton her so passt. Wahrscheinlich, ich hatte eben schon gesehen, ist das so ein bisschen matschig. Vielleicht kann ich... Probiere ich nochmal aus. Ich wollte jetzt nochmal was aufnehmen. Mit der Einstellung. Aber so läuft das ziemlich flüssig. Im Moment. Wie gesagt, mal ein bisschen drüber wegsehen. Die nächsten hoffe ich, dass das besser wird. Von der Qualität. So. An. Da hinten sehen wir schon. Ein Bandschwader ist das. Also um einem zurückzukommen. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen drüber wegsehen über die Qualität. Ich hoffe, dass das alles soweit läuft. Dass es auch mit dem Ton soweit in Ordnung ist. Dieses komische... Diese Aussetzer, die versuche ich nochmal wegzukriegen zur nächsten Aufnahme. Aber ansonsten... Versuche ich das mal. Solange wie der hier nicht rumspinnt. Mit seiner Aufhänger. War eben, wie gesagt, lief das noch ganz gut. Sieht auch ganz gut aus. Ich habe auch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher jetzt. Und ich habe die, ja, nicht auf Voll HD, sondern auf nur auf HD jetzt laufen. Also ihr werdet das nicht auf Voll HD sehen. Wie gesagt, da muss ich noch dran arbeiten. Wahrscheinlich habe ich schon einen Nachteil an AMD gefunden. Auf jeden Fall an der, dem Prozessor, mit dem ich arbeite. Oder den ich habe. So, dann widmen wir uns mal. Aber was noch gut ist, jetzt kann ich gucken, wie lange ich schon aufnehme. So, letztes Mal habe ich ja, und in der letzten Folge hatten wir ja gemäht. Jetzt schwadern wir, damit wir in der nächsten Folge dann pressen können. Wie gesagt, hatte ich ja in der letzten Mal schon, ob ich mir das Q-DLC nochmal holen soll. Aber ich glaube, ich hole mir das auch. Oh, bei mir ruckelt das ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie ich so ein bisschen Frame-Einbrüche habe. 41. Kann ich das sehen? Ne, seht ihr nicht. 41 habe ich jetzt. Wahrscheinlich ist das so ein Nachteil an AMD. Jetzt habe ich wieder 60. Ach, ganz komisch. Ganz komisch ist das. Also AMD und Aufnahmen und sowas nicht optimal, würde ich sagen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie noch einen oder habt ihr einen AMD Prozessor mit Nvidia Grafikkarte? Habt ihr die Probleme auch? Oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr da was drüber erzählen könnt. Weiß ja nicht. Das macht nicht, ja nicht jeder Musik, wollte ich schon sagen. Aufnahmen. Aber ansonsten finde ich AMD gar nicht mal so schlecht.
komplett sind die jetzt für die moderneren Spiele nicht mehr so geeignet. So, hier ist das große Feld, hier fangen wir jetzt mal an zu schwadern. Und der hier ist auch noch nicht so optimal, weil wenn ich jetzt aufklappen mache, dann kuppelt der ab. Dann entfaltet er sich trotzdem, aber wenn ich jetzt wieder ankuppeln sag, dann kuppelt er sich an und ist auf. Ganz komisch. So, dann machen wir den mal an. So, runter. So, und dann geht's los. Einmal rum. Oder zweimal, muss man mal gucken. Und die hier, also diese Schwader hier, die sind jetzt so im Kommen. Ich weiß nicht, was haltet ihr denn von dieser... von diesen Bandschwadern? Oh. Frame-Einbrüche. Aller Anfang ist schwer. Weiß gar nicht, was. Ich habe den Taskmanager jetzt so noch nebenbei auf, aber der sagt alles gut. Ups. Das war eben auch komisch. CPU war zu, weiß nicht, 28% ausgelastet, aber dann hatte der nur noch 1,3 GHz. Was war denn das? Jetzt ist er bei 46% Auslastung und hat wieder 4,04 GHz. Okay. Merkwürdig. Ganz merkwürdig. So, nochmal darauf zurückzukommen. Was haltet ihr von so welche Bandschwader? Das Kuhn-DLC hat ja auch einen. Ist ja nicht schlecht. Der sammelt das so auf dem ja, auf so einem Filterband, macht das auf eine Seite rum, legt er das ab, um so wenig wie möglich an Bodenkontakt zu haben oder zu kriegen. Was wahrscheinlich der Nachteil ist, du kannst nicht mehr so upsala, so große Flächen damit abdecken. Aber einmal aufnehmen. Schon wieder 1,3 GHz. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber es ist so ein bisschen... mir ist ein bisschen stutzig. So, machen wir das nochmal so. Ui. Ich kenne mich jetzt so mit der Landtechnik nicht so aus. Aber was meint ihr, der hier hat jetzt... weiß nicht. Ich glaube, der hat 8, so 8... 8,40 Meter oder was? Glaube ich, hat der Arbeitsbreite. Und ich glaube, der Kuhn hat 9 Meter. Was denkt ihr, werden die noch breiter? Dass man noch mehr... also noch eine größere Fläche abdecken kann? Oder ist das schon so die größte Fläche, die man mit so einem Bandschwader abdecken kann? Es würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Weil das muss ja auch stabilisiert werden und auch ja, transportiert werden, ne? Wenn man mal so gesehen hat, wie groß der hier schon war eben.
Nur auf der Transportstellung. Ich habe mich jetzt auch noch nicht so danach schlau gemacht. Ups. Ruckel die Ruckel. Ich hoffe, dass das bei euch so ein bisschen besser läuft. Aufnahme läuft schon 10 Minuten. Okay. So. Aber wir müssen jetzt mit dem hier leben, was wir hier haben. So, an Computer meine ich jetzt. Weil ich kann mir leider im Moment keinen neuen Computer leisten. Es ist ja nicht nur, dass ich dann eine neue CPU brauche, sondern ich brauche ja alles neu. Also Mainboard, Arbeitsspeicher. Kommt da ja alles dazu. Grafikkarte werde ich lassen erstmal, ne? Das ist klar. Um noch mal ein bisschen Geld mitzusparen. Aber braucht einen neuen Lüfter und neuen Arbeitsspeicher. Ich habe mir jetzt gerade erst einen gekauft. Was braucht man denn noch neu? Lüfter, Arbeitsspeicher, Mainboard, also so, ich sag mal so, für die sich damit nicht auskennen, die Hauptplatine, wo alles dann drauf aufgebaut wird. Das Nein! Der Helfer, jetzt hab ich den Helfer aktiviert. So, an, runter. Und dafür habe ich das Geld leider nicht. Sonst hätte ich das gemacht. So. Ein bisschen können wir noch. Ja. Was gibt es denn noch so Schönes zu erzählen? Zu berichten? Schaut auch mal in andere Videos rein von mir und immer in den Kommentare schreiben oder auch so. Ich glaube, da gibt es ja auch noch eine Spalte mit Diskussion oder wie das auch heißt. Einfach mal was reinschreiben, was ihr verändert haben wollt oder so. Ich fange damit ja auch erst an. Ich kenne mich auch noch nicht so gut damit aus und so. Und habt ihr, wenn ihr Landwirtschaft habt oder haben solltet, einfach mal so als Vorstellung, würdet ihr euch so einen Bandschwader denn zulegen? Ich weiß, die Anschaffung ist, glaube ich, ziemlich teuer. Also der hier kostet hier im Spiel, glaube ich, 75.000 oder sowas. Das ist schon recht viel. Das muss man ja auch erstmal haben. Und ein anderer, der kostet viel weniger. Der braucht auch gar nicht so viel Kraftbedarf, also Leistung. Der hier ist jetzt mit 90 PS angegeben. Ein anderer, also so ein Kreiselschwader mit bisschen größeren Arbeitsbreite, der braucht glaube ich nur 60 PS oder sowas. Das ist ja auch nochmal eine Hausnummer so an Leistung, ne? Und halt ist auch glaube ich leichter. Obwohl, das weiß ich jetzt gar nicht, ob die leichter sind. Und dann würde ich auch sagen,
Oh, 15 Minuten habe ich erst. Okay. Dass ich dann gleich hier Schluss mache. Und dass ich hier offscreen noch mal ein bisschen hier... Boah, jetzt habe ich schon wieder den Helfer aktiviert. Ich bin manchmal zu schnell mit den Knöpfen. Dann lasse ich den einen wieder los und dann aktiviert er den Helfer. So. Aber Aufnahme läuft, ruckelt nicht. Bei der Testaufnahme ist er hängen geblieben. Bin hier gefahren, aber die Aufnahme sagt, nee, sie stehen. Okay. Dann. In der Aufnahme sieht das alles ganz gut aus. Läuft das recht flüssig. Und bei mir, da ruckelt das immer so ein bisschen. Naja, kann man mit leben. Solange wie das für euch gut ist, zu gucken. Und das Aufnahmeprogramm sagt, konstante 59, 59 Bilder die Sekunde. Okay. So. Haben wir es gleich geschafft hier, ne? So. Wer das bis hierhin geguckt hat, für den oder für die habe ich jetzt mal eine Frage. Könnt ihr nämlich jetzt mal aktuell mitentscheiden in unserem Spielgeschehen? So, einmal wenden tue ich hier nochmal eben. So. So, einmal aus. Dann nochmal eben zu Ende der Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das Kunde-DLC kaufe oder hole. Deshalb pressen wir mit einer Presse. Ich habe noch eine. Und damit wickeln wir dann. Und womit wir das aufsammeln, weiß ich noch nicht. Also, ich habe die hier. Eine New Holland Presse. Kostet 58.000. PS ist eigentlich egal. Also, ob wir die hier nehmen. Die New Holland Presse oder die Kuhne Presse oder die habe ich jetzt noch nicht. Das ist noch eine Beta oder ein das jetzt eine nicht schon die eine Deutsch Presse. Könnt ihr mal in den Kommentare schreiben. Ich warte jetzt so ein paar Tage, weil in der Woche habe ich so ein bisschen Engpass im Moment. Das könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. New Holland, Kuhn oder Deutz. Welche Presse ist dann ja eigentlich egal. Wird sich nur was vom Preis her groß unterscheiden. Achso, kann man auch Stroh passen, ja, genau. Weil wir haben ja noch Quader, weil die hätte ich gerne, aber dafür brauchen wir das DLC, um die halt wickeln zu können. Da gibt's ja, glaube ich, noch gar nichts. Und dann, vielleicht sammle ich die da hiermit ein. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wichtig ist, die Presse
würde mich freuen, wenn ihr was da zu schreibt, welche Presse wir wollen nehmen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, auch wenn ich ein bisschen viel auf Aufnahme und sowas drüber geredet habe, über Computer und sowas. Vielleicht interessiert das nicht jeden. Aber das war so ein Thema, das man aufgreifen konnte, was ich aktuell fand gerade. Und vergesst nicht an den Daumen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, wenn es dann heißt, wir pressen und ballen. Bis dann, tschüss.